übliche Bezeichnung im Dreieck. In diesem Video geht es nicht um große mathematische Inhalte, sondern bloß um die normale Konvention, also Vereinbarung, welche Seite und welche Ecke ich wie bezeichne. Dazu zeichne ich erstmal ein Dreieck. Das sieht zwar jetzt hier ungefähr gleichschenklich aus, soll aber nicht so sein. Es geht ganz allgemein um die Bezeichnung. Ich mache es mal ein bisschen tiefer, dass ich gleich oben genug Platz habe. So. Üblich ist es, dass der Eckpunkt links die Bezeichnung A bekommt, der Eckpunkt rechts die Bezeichnung B und der Eckpunkt oben die Bezeichnung C. Und selbst wenn man diese Bezeichnung so nicht einhält, muss man auf jeden Fall darauf achten, dass der mathematische Drehsinn eingehalten wird. Das ist der Drehsinn entgegen dem Uhrzeigersinn. Das heißt also hier von A nach B, von B nach C, das ist genau entgegen dem Uhrzeigersinn. Ich mache diese Pfeile mal wieder weg, weil wir sie nicht mehr brauchen. Im Punkt A ist passend zum griechischen Alphabet der Winkel Alpha. Im Punkt B der Winkel Beta. Und im Punkt C der Winkel Gamma. Die Seitenbezeichnungen sind dann gegenüber den entsprechenden Eckpunkten. Das heißt, gegenüber des Punktes A liegt die Seite klein a. Gegenüber des Eckpunktes B die Seite klein b. Und gegenüber des Eckpunktes C die Seite klein c. Das war eigentlich auch schon alles Wesentliche. Man könnte jetzt vielleicht auch noch ein paar Höhen einzeichnen. Höhen sind ja definiert als senkrecht auf einer Seite und durch den gegenüberliegenden Eckpunkt. Diese Strecke geht jetzt durch den Eckpunkt C und steht senkrecht auf die Seite C. Und damit ist das die Höhe auf die Seite C. H, und dann schreibt man ein kleines C als Index daran. Ich könnte jetzt auch die Höhe auf die Seite A konstruieren. Mir fällt aber gerade auf, die liegt außerhalb des Dreiecks. Mache ich einfach spaßeshalber trotzdem mal, aber nur nach Augenmaß. Das heißt, ich verlängere mal die Seite A ein bisschen und ziehe nach Augenmaß eine Linie senkrecht auf die Seite A durch den gegenüberliegenden Eckpunkt A. Das müsste ungefähr so aussehen. Und damit ist das die Höhe durch den Punkt A senkrecht zur Seite A, sprich H, A. Auch auf die Seite B wäre eine entsprechende Höhe außerhalb des Dreiecks. Aber das soll jetzt uns nicht mehr weiter interessieren. Das war's eigentlich schon. Tschüss.